Die Diskos sind wieder geöffnet. Was denkt ihr darüber? Ganz gut, weil so langsam muss es ja auch mal wieder losgehen. Wir sind ja noch jung. 2 Jahre von unserem Leben ist ja schon so weggegangen. Nur arbeiten und mehr nicht. Mehr können wir nicht machen, ne? Außer arbeiten und essen. Mehr nicht. Also lieber mit Maske als da gar nichts, ne? Ich glaube, ich finde das gar nicht schlecht tatsächlich. Mal wieder so ein Stück Normalität. Wir warten hier schon seit 2 Stunden, aber leider dürfen nur 35 Leute in den Club. Und deshalb lassen die niemand mehr rein. Finde ich eigentlich ganz cool. Dauert jetzt nur ein bisschen lange, bis man überhaupt reinkommt. Deshalb, naja. Ja, wir sind halt gerade 18 geworden und da hat halt Corona angefangen. Und deswegen ist das erste Mal, wo wir jetzt feiern gehen würden. Aber ja, es sieht schlecht aus gerade. Was sollen wir machen? 2 Jahre lang nicht gefeiert, so, ne, normal. Wir haben auch alle Ausbildung, Arbeit, dies, das. Wir brauchen auch eine Auslastung nebenbei, ne? Das fehlt einem schon so, ne? Wenn so die Regeln eingehalten werden, wie man trägt Maske, ich bin geimpft, dann habe ich keine Sorge. Stehen welche neben mir, die keine Maske tragen und sehr nah kommen, dann würde ich sagen, ja, gehe ich lieber raus. Ja, Maske auf der Tanzfläche ist komisch, aber deswegen sind wir ja hier in Bars. Da kann man auch ohne Maske sitzen, ist besser. Mein Spaß ist hier auf der Straße, freie Luft, jeder kann frei atmen, keine Corona-Zahlen steigen lassen. Ja. Also ist irgendwie cool, aber es ist halt mit den Corona, es ist halt noch nicht richtig, finde ich. Hallo, Maske. Weil dann steigen eh wieder die ganzen Zahlen und dann, ja. Also ich finde, dass es nicht gut ist, weil die Inzidenzzahl steigen wird und dann haben wir wieder eine Katastrophe. Da müssen wir wieder zu Hause bleiben. Ob das jetzt gut ist, weiß man nicht, ne? Doch, ich find's gut. Das normale Leben fängt wieder an. Ja. Was wollen wir alle zu Hause?